So, da sieht man sich wieder. Wir sind am Kraftwerk. Ich wollte das nämlich kurz auf die Karte eintragen, damit wir da auch drauf zugreifen können. Und ich bin gerade dabei, hier so einen komischen Trainer zu besiegen. Ich drücke einfach mal ein Erdbeben. Der kann sowieso nichts, also von daher. Oh doch, der ist Level 42. Oh, scheiße. Fuck. Ah ja. Turtok, ne? Jo, Turtok regelt mit Surfer. Das sollte klappen. Und dann müssen wir gleich auch noch die TMs draufballern, die ich letztens bekommen habe und so weiter und so fort. Müssen wir auch noch draufballern auf unser auf Glurak zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen auch noch Ice Punch irgendwo draufballern. Ne, ich lasse glaube ich Eisstrahl. Na los und. Jawoll. One-Hit-KO für das Reborn. Schlurp, ja. Ne. Mach einfach weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was Schlurp jetzt für ein Typ ist. Ich mache. Oh, ne. Da will ich nicht drauf. Eisstrahl. Ich denke, so ein schöner Eisstrahl dürfte schon schmecken. Okay. Ja, machen wir noch einen Eisstrahl und dann jetzt hoffentlich ein Critical kommen. Turtok, ich glaube an dich. Ja, nö. Hat keinen Bock auf einen Critical. Ja, aber der letzte Eisstrahl reicht. Dann war's das mit dem. Was ist mit dem kompletten Trainer, oder? Jo, tatsächlich. Ja, puh. Das war's dann. Geschafft. So, die Geschenke hier, die hole ich jetzt auch mit Absicht noch nicht ab. Wir gehen schon mal einmal rein, damit wir das Kraftwerk eingetragen haben. Dann gehen wir wieder raus. Hallo? Ich will das Schild lesen. Ja, genau, von Müdigkeit jederzeit umkippen. Hier oben bei Hacks. Was? So, komm, ich will das Schild lesen. Meine Güte. Ah ja, Glurak. Ah ja, haben wir alle gemerkt. Kraftwerk. Jo. Ah ja. Wir gehen mit Himmelsritt nach Fuchsania City, damit wir die letzte Route eben schnell vervollständigen, so wollte ich das sagen. Damit wir dann auch hoffentlich auf die letzte Stadt dazu greifen können, sonst muss ich mich nochmal ordentlich. Oh ne, wir müssen erst unsere Pokémons wieder hier. Komplett vergessen. Besser kann es nicht laufen. Vergisst man auch noch, seine Pokémons fit zu machen. Ich liebe dieses Geräusch. Vielen Dank für deine Gewult, genau. Wahrscheinlich deine Gewult. Also läuft bei mir. Wir sehen uns bald wieder, ja, das hoffe ich auch. Ach nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Nee. Als erstes will ich jetzt Georuk fertig haben. So. So ist gut. Falls ihr jetzt fragt, was ist denn mit den Trainern da unten? Ja, die haben wir schon besiegt. Braucht ihr gar nicht erst nachzufragen. Ich glaube, hier haben wir auch schon. Oha! Maschallah. Was ist denn jetzt los? Wieso? Weshalb? Warum bin ich jetzt hier oben? Hä? Jawohl.
Ja, nee, also eben kurz zurück in den Pokéball. Genau. Weil müssen wir gegen die kämpfen? Safe, oder? Jo, müssen wir. Das sieht gut aus. Ich glaube, die hatten Vulpix und dann müsste das ganz gut funktionieren. Jo. Dann kann man sich ja schon quasi auf die Trainer vorbereiten. Das ist ja. Das finde ich gut, das finde ich echt schön. Wir machen. Was klatschen wir? Wir klatschen direkt. Wir hauen die Tarnsteine raus. Let's go. Ah ja. Die klatschen einfach die Tarnsteine raus. Die sind schon mal sehr wichtig. Die machen schon mal einiges an Damage. Dann direkt ein Erdbeben drücken und dann ist das Ding weg. Ja gut, der Flammenwurf, der macht natürlich gar nichts. Och nee. Digga. Genau. So muss es gehen, Georg. Nicht mehr verwirrt sein. So ist gut. So, jetzt muss das andere Pokémon rein. Und dann wird es nämlich schon von den Tarnsteinen richtig schön verletzt. Nö. Da brauchen wir jetzt aber das Erdbeben. Oh no. Oh no. Ha! Es ist down. Gut, dann hielt es sich nicht. Dann wird es sich nicht heilen von der von den Samen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Knuddelhof. Nee, wir machen weiter. Es sollte sogar sehr effektiv sein, die Tarnsteine, oder? Nee. Lol. Das macht ja gar nichts. Erdbeben. Ich weiß nicht, wie viel das macht. Okay. Aber genug, um das Ding einfach mit einem One-Hit-KO in einem schönen Critical-Hit zu besiegen. Schön, 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 Georg. Was? Ich bin brutal? Was hat die gerade gelabert? Also, nee, ich will doch noch gegen dich kämpfen. Genau. Die hat eindeutig einen Kokowai. Kokowai ist ja nicht schlecht, ne? Also, huch. Kokowai ist halt schon. Puh. Sehr schönes Pokémon, ne? Georock hat dagegen halt keine Chance. Deswegen müssen wir. Boah, direkt rauswechseln in Glurak. Mega sauber. Ja, das hat sich gelohnt. Machen den Fire Punch, also den Feuerschlag, und der macht schon einiges. Psychokinese, ja, die ist schon effektiver als das andere Kram. Sogar ein Critical, noch ein Feuerschlag, aber und dann ist das Kokowai tatsächlich auch down. Dürfte es zumindest. Das ist auch da. Auch besser so. Bisaflor. Stami und Bisaflor ist ganz gut, außer dass Stami hat eine Psychokinese und was es auch haben wird, das ist von daher. Aber trotzdem machen wir den Megasauger. Denn der Megasauger ist sehr, sehr schön. Der schmeckt immer. Der schmeckt wirklich immer. Ah, Sternschauer. Gut, dann hat sich der Megasauger ja richtig gut gelohnt. Bam! Da ist das Bisaflor wieder voll. Boah, lecker. Das schmeckt.
Dami wurde besiegt. Garados, Level 35, ist gut. Vulnone, oh Gott. Das kam jetzt sehr unerwartet. Ey. Genau. Weil Garados müssen wir auch noch richtig hoch leveln. Er ist Level 35 und das ist jetzt nicht gerade hoch. Boah, das sieht schon echt majestätisch aus. Surfer. Reicht denn der Surfer, um das Vulnone zu siegen? Ich denke ja, aber ich weiß es nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Und zwar sogar ein Critical. Ich weiß nicht, wieso das so wenig macht manchmal. Ja gut. Garados ist halt ziemlich underleveled, also das heißt, Garados ist halt erst Level 35 und das Vulnone ist Level 39, das ist kein Vergleich. Das kannst du nicht vergleichen, das Vulnone ist fast Level 40, das ist zu krass. Genau, 5 Hyperbälle, das ist gut. Hallo, möchtest du gegen mich kämpfen? Genau. Böses Kind. Ah ja, haben wir alle gemerkt. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz was erledigen gerade. Tut mir leid. Es geht los, Gerock. Genau. So soll das funktionieren. Kampf. Was müssen wir machen? Ja, komm, einfach Erdbeeren raus und dann. Kreideschrei, ja, wow. Jawoll! Ja, komm, jetzt musst du dich aber entwickeln danach. Komm schon, Georg. Du schaffst es jetzt zum Geowatz. Komm schon. Was? Ist das verbuggt? Es kann doch nicht sein, dass sich das nicht entwickelt. Ich guck das später mal nach, wenn ich mit der Aufnahme jetzt fertig bin. Oder wenn wir mit der Folge fertig sind, dann guck ich das mal nach. Bei welchem Level Georok sich entwickelt. Ach ja, das war doch schön. Das ist sehr schön. Ich fühle das ja immer wieder, mein Georok. Ne? Georok ist einfach so ein mächtiges Pokémon. Man kann es nicht anders beschreiben. Du findest ein Nugget. Schön. Sehr schön. Was finden wir hier drin? Oh, Enton. Das könnte ja Shiny sein. Shiny Enton wäre... Boah, das wäre Traum. Okay. Gut. Kein Shiny. Pokéball. 5 silberne Sananabären. Sehr wichtig. Oha. Hatten wir schon Ponita? Nee, ne? Ich meine nein, aber ich weiß es auch nicht. Wir können uns das sogar ein Shiny besorgen, wenn wir wollen, wenn ihr wollt. Aber nee. Ich besorge uns das erstmal nicht ein Shiny. Och man. Doch drin. Arschloch. Jawohl! Einfach fabelhaft. Das sollte klappen, oder? Jawohl. Schön. Sehr schön. Boah, Pikachu, ey. 49, das ist so underleveled. Overleveled meine ich. Nicht underleveled. Overleveled. Genau. Ponita, das hatten wir noch nicht. Noch ein Item. Sonnenbaba.
Hallo? Möchtest du reden? Jojo, komm mal. Krieg ich hin. Können wir gerne machen. Ibitak, jawohl. Das ist gut. Steinhagel. Und dann weg mit dem Ibitak. So ein schönes Pokémon, wirklich, ne? Ich liebe Georock. Ich liebe es. Aber Geowatz wäre halt nochmal ein anderes Level, weil Geowatz kann dann auch Elektroattacken einfach einsetzen. Nee, nee. Wir bleiben dran. Schlagbohrer. Scheiße, das sollte wohl reichen, ne? Jo, das reicht leider. Schade. Och Mann. Arschloch. So. Fire Punch, reicht das? Jawohl, Wounded KO. Das Ding ist halt sogar nur Level 40. Ich hätte jetzt erwartet, dass ein Trainercoach schon ein höheres Level hat auf seinem, keine Ahnung was, auf allen halt, ne? Sandama, puh. Ja, kann man da reingehen? Ich gehe mal mit Garados rein. Gucken, ob wir da was machen können. Sandama. Mal gucken. Surfer. Als wenn das so effektiv ist. Ah, okay, gut, war auch ein Critical. Das war eindeutig ein Volltreffer. Oh, Garados erreicht Level 36. Gut. Knirscher, ja, ja, auf jeden Fall. Knirscher ist eine sehr schöne Attacke. Meine, guckt euch das an. Hier, Stärke 80, Genauigkeit 100. Stärke 80, Genauigkeit 100. Knirsch ist aber einfach cooler. Genau, Garados. Schöne Attacke. Er ist einfach Douglas, das musst du dir mal denken. Douglas. Mhm. Oha. Jetzt müssen wir unser Glurak nach vorne holen, weil der sieht eindeutig danach aus, als hätte er Kampf-Pokémons. Wie zum Beispiel ein Rassaf. So. Panka Hajo oder Hajo oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Glurak. Flügelschlag. Reicht das sogar? Jawohl, Wounded KO mit einem Flügelschlag. Sehr schön. Und da machen wir was mit Garados. Ich weiß halt nicht, ob das Ding jetzt gleich 100 KO ist mit dem Surfer, weil. Ja, eigentlich schon. Doch, 38, das dürfte klappen. So zwei Level Unterschied, das dürfte dann doch wohl klappen. Jawoll! Jawoll! Schön. Sehr, sehr schön.
Ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Route extrem idyllisch. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde sie einfach extrem cool. Und an der Stelle machen wir auch Schluss, weil ich sehe gerade, die Folge geht schon 20 Minuten. Also von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.